Also ganz herzlich willkommen, Dietmar. Ich freue mich, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, hier eine Live-Session zu halten zu dem informativen und interessanten Thema zur Varroa-Toleranzzucht. Ich habe eine Weile überlegt, ob es am Anfang von dem BIMUG so günstig ist, weil wir ja die ganzen Grundlageninformationen haben. Auf der anderen Seite geht jetzt die Zuchtsaison für dieses Jahr jetzt irgendwann los und ihr braucht ja auch immer kräftig Unterstützung, gerade zum Auszählen und ähnlichen Dingen. Und deswegen dachte ich, ist die Information auch am Anfang vom BIMUG oder diese Live-Session jetzt sehr interessant und für die erfahrenen Imker unter euch sicherlich sowieso. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist und würde dir hiermit jetzt das Wort übergeben. Ja, einen schönen guten Abend an alle. Der Vortrag selber dreht sich um die SMR-VSH-Toleranzzucht. Was sind die Grundlagen dieser Zucht? Was machen wir in Sachsen im Rahmen dieses SMR-VSH-Zuchtprogramms? Und die Saison 2021 geht ja jetzt los. Es gibt eine kleine Vorausschau, was wir alles geplant und machen wollen dieses Jahr. Unser großer Lehrmeister Bruder Adam hat einmal gesagt, nur eine hartnäckige, andauernde und konsequente, zielbewusste Züchtung kann einen endgültigen Erfolg erringen. Er hat mit seinen Methoden die Grundlagen geschaffen für eine erfolgreiche Backfasszucht, die sich auf zwei wesentliche Zuchtwege stützt. Das ist einmal die Reinzucht oder auch Linienzucht. Diese Zuchtmethode wird vor allen Dingen in geschlossenen Genpopulationen benutzt, also wie es zum Beispiel die Kornikabine ist, die ja seit 1933 in Deutschland immer wieder nur Kornika mit Kornika verkreuzt wird. Eine weitere Methode ist die Kreuzung- oder Kombinationszucht. Die Kreuzungszucht wird auch in der Reinzucht angewendet, indem man verschiedene Zuchtlinien miteinander verkreuzt. Oder auch, ich sage mal, in der Backfasszucht werden unterschiedliche Bienenherkünfte miteinander verkreuzt. Also zum Beispiel eine Anatolika mit einer Primorski-Biene, die ja aber alle der westlichen Honigbiene angehören. Das Verbundprojekt SMR-Selektion, Varroa-resistent in deutschen Bienenpopulationen zu finden, ist also ein vom Landwirtschaftsministerium für 3 Jahre finanziertes Projekt. Der Hauptträger ist das Bieneninstitut Hessen, halt, das was wir hier in der Mitte haben. Und Mitarbeiter in diesem Projekt, in diesem Verbundprojekt, ist also, ich sage mal, die Backfastgemeinschaft als solches, die unter dem Gemeinschaft der europäischen Backfastimker tätig ist. Das ist der Deutsche Imkerbund. Allerdings hier nicht der Deutsche Imkerbund direkt, sondern mit seiner AGD, also Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht. Beteiligt ist auch noch das Länderinstitut für Bienenkunde in Hohenneudorf. Und dieses gesamte Verbundprojekt läuft jetzt seit 2 Jahren. Dieses Jahr ist das dritte Jahr, läuft also dann noch bis März nächsten Jahres und ist dann erst einmal beendet. Es gibt verschiedene Regionalgruppen in Deutschland. Wir sehen das hier. Die sind hier aufgelistet. Also es sind 7 Regionalgruppen der Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht und 5 Arbeitsgruppen der Gesellschaft der europäischen Backfastimker. Wobei im Prinzip wir in Sachsen eine Ausnahme bilden, weil wir haben sowohl Kornika wie auch Backfastimker in unserer Zuchtgruppe. Es gibt noch eine weitere Zuchtgruppe, die aber jetzt nicht unmittelbar in diesem Projekt arbeitet, in Baden-Württemberg. Die arbeiten mit dem Bieneninstitut Hohenheim und der TU Hohenheim zusammen, sodass doch sehr weit diese Zucht betrieben wird und auf großer Fläche. Es gibt noch Gruppen in der Schweiz und in Österreich. Österreich ist an diesem Projekt beteiligt. Die Schweiz hat ein eigenes Projekt laufen. Also sehr vielfältige Aktivitäten, die dann auch den entsprechenden Erfolg haben werden. Was ist aber überhaupt bei der Zucht für eine Grundlage? Also wir wissen alle, dass natürlich halt die Eigenschaften eines Bienenvolkes überwiegend von den Genen bestimmt werden. Aber wir haben jetzt hier nicht mit einem Einzeltier zu tun, sondern mit einer riesigen Anzahl an Individuen, die dazu auch unterschiedliches Genmaterial haben, weil wir haben zwar eine Königin, deren Genmaterial in rund 67.000 Variationen vererbt wird. Und wir haben dazu das Sperma der Drohnen, die Königin begattet haben. Und das sind jetzt 15 bis 20 unterschiedliche Drohnen, die halt dann auch dazu führen, dass in dem Bienenvolk 15 bis 20 Halbgeschwistergruppen sind. Und diese Eigenschaften dieser Halbgeschwistergruppen
zeigen dann im Endeffekt nach außen, dem Imker, den Phänotyp des Bienenvolkes, also das Erscheinungsbild. Sanftmut und die ganzen Eigenschaften spielen ja eine wesentliche Rolle. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass dieses Bienenvolk ja kein homogenes Erbgut hat. Jetzt haben wir eine bestimmte Eigenschaft, die die Königin nicht hat, aber die Drohnen alle haben. Dann haben wir bei den Arbeiterinnen im Endeffekt nur die Hälfte der notwendigen Gene, um eine Eigenschaft voll auszuprägen, überhaupt vorhanden. Aber bei den Drohnen dieses Volkes haben wir diese Eigenschaft überhaupt nicht. Und bei den Nachzuchtköniginnen kann es durchaus sein, wir haben diese Eigenschaft auch nicht oder eben nur zu 50%. Das nächste Bild zeigt uns im Prinzip eine Königin, die ja diploid ist und nur von einer ihrer Eltern ein Merkmal mitbekommen hat. Das heißt im Prinzip, ich habe dem Bienenvolk bei den Arbeiterinnen auch nur zur Hälfte von der mütterlichen Seite überhaupt diese Eigenschaft weitergegeben. Und ich habe jetzt noch 4 Drohnen, die diese Eigenschaft haben. Davon habe ich dann im Prinzip 4 Schwesterngruppen, die die Eigenschaften in 2 Varianten haben. Im günstigen Fall haben wir 4 Schwesterngruppen, die von Vater und Mutter die Eigenschaft haben. Und das ist natürlich jetzt für die Nachzucht und die Selektion eines bestimmten Merkmales. Und wir wollen ja das Merkmal Varroa-Toleranz selektieren. Ein mühsames Unterfangen, da viele, viele Königinnen zu machen. Also wir müssten mindestens in diesem Fall 288 Königinnen machen von einer Königin, um eine Königin zu haben, die von beiden Elternteilen das Erbgut mitbekommen hat. Das ist aber, das wisst ihr selbst als Imker, fast unmöglich, solche Riesenmengen an Königinnen von nur einer Königin nachzuziehen. Also was machen wir? Im Prinzip das Mittel der Wahl ist die Eindrohnenbesamung. Also wir benutzen die instrumentelle Begattung von Bienenköniginnen und begatten diese Königin nur mit den Sperma einen einzigen Drones. Damit haben alle Arbeiterinnen die gleichen Erbeigenschaften. Das heißt, die kriegen die von der Mutter und die kriegen die vom Drohnen. Und damit hat dieses Bienenvolk den Genotyp gleich Phänotyp. Das heißt, das Erscheinungsbild entspricht auch tatsächlich den genetischen Veranlagungen der Arbeiterin. Und dadurch ist es uns möglich, ein spezielles Verhalten zu selektieren und herauszufinden. Die Reinerblichkeit einer Eigenschaft ist ja erst dann erhalten, wenn es sowohl bei der Mutter, also bei der Königin von Vater und Mutter kommt und auch die Drohnen diese Eigenschaften haben, die halt in der Spermatheka der Königin sich befinden. Und nur dann gibt es die Möglichkeit, wirklich dieses Erbmerkmal reinerblich zu vererben. So, die Honigbiene besitzt 16 Chromosomenpaare, diploid, da drohen nur 16 Chromosomen, haploid. Es gibt dort auch die Möglichkeit, dass jetzt zum Beispiel eine Königin ein Ei legt, was befruchtet worden ist und aus dem ein Drohn entsteht, der dann diploid ist, wenn die gleichen 6 Allele vorhanden sind, die da sind. Die Bienen merken das aber und räumen diese diploiden Drohnen aus. Wir wollen ja jetzt im Prinzip Bienen züchten, die SMR- oder VSH-Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaften werden additiv vererbt. Das heißt, umso mehr Gene vorhanden sind, die diese Eigenschaft hervorrufen, umso stärker trifft diese Eigenschaft hervor. Es wird ermittelt, dass vermutlich die Chromosomen 3, 5 und 7 die VSH-Gene tragen. Jeweils die Hälfte der Chromosomenpaare stammt von der Mutter, die Hälfte vom Drohnen. Das Chromosomenpaar wird auch als Allel bezeichnet. Das große Problem bei diesen VSH-Genen ist, dass die nicht dominant vererbt werden. Das heißt, wenn da nur von der Mutter die Gene vorhanden sind, dann tritt das nicht in Erscheinung. Was bedeutet denn aber VSH-Gene jetzt in dem Moment? Diese Gene befähigen die Biene, über ihre Antennen Gerüche aufzunehmen, die aus der Zelle kommen und die darin befindliche Varroamilbe zu erkennen und dann eine Reaktion auszulösen, das heißt die Zelle zu öffnen und die darin befindliche Bienenpuppe auszuräumen und damit die Reproduktion der Varroamilbe zu unterbrechen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass unsere Bienen in Deutschland werden intensiv von den Imkern betreut, sie werden behandelt. Das heißt, wir wissen gar nicht, welche Völker haben denn diese Eigenschaften.
Aber weltweit gibt es also Populationen, die nicht von Imkern betreut werden und die auch überleben, obwohl sie nicht behandelt werden. In den 90er Jahren haben ja amerikanische Forscher diese Sachen entdeckt und haben daraus auch Forschung gemacht. Und weltweit sieht man hier mal aufgelistet die Populationen, die ohne Behandlung überleben können. Da ist natürlich halt als allererste Biene die Promurski in Russland, da ja die Varroa-Milbe eigentlich von hier gekommen ist und dann über die Primorsky-Biene auf die ganze westliche Honigbiene ausgebreitet hat. Das heißt, die Primorsky ist die allererste westliche Biene gewesen, die mit der Varroa-Milbe überhaupt in Kontakt gekommen ist, die ja eigentlich als Wirt die Apis cerana hat, also die asiatische Honigbiene, die aber genetisch nicht kompatibel ist mit der westlichen Honigbiene. Man kann also die nicht einkreuzen, weil dann stirbt die Brut ab. So, es gibt dann im Prinzip eine kleine Population auf der Insel Gotland. Die wurden vor 15 Jahren, wurden dort 150 Völker ausgesetzt und sich selbst überlassen, das sogenannte Gotland-Experiment. Diese Population ist zusammengebrochen bis auf 10 Völker. In der Zwischenzeit sind es ungefähr wieder 30 Völker, also die Population beginnt sich zu erholen. Das Problem ist, wenn man von dort die Königinnen holt und bei uns in Deutschland einsetzt, geht die Eigenschaft leider verloren. Die ist also regional angepasst an diese dort vorherrschende Witterung und Verhältnisse. Es gibt dann noch zwei Populationen, mit denen ich selber arbeite. Das heißt, es gibt in Südafrika eine Biene, die nennt sich Graaf Reinet. Also das ist Hochgebirge, was diesen Namen trägt. Und im Prinzip hier in Kenia gibt es die Monticola. Das ist also eine Bienenrasse, die halt dort auf dem Kilimandscharo lebt und auf dem Elgon, also diesen Schildvulkan. Und dort ja nicht behandelt wird von irgendjemandem und deswegen über die Jahre hinweg eine natürliche Resistenz gegen die Varroa-Milbe entwickelt hat. Das ist also im Prinzip unser Zuchtmaterial, mit dem wir weiterarbeiten und es halt an die hier ansässigen und bewirtschafteten Bienenvölker über die Drohnenseite die Eigenschaft anbahren. Was ist SMR? Was ist VSH? Also man muss erst mal dazu sagen, dass zu dem Oberbegriff SMR alles gehört, was die Milbenreproduktion unterdrückt. VSH, also die Varroa-Sensitive-Gene, ist ein Teil des SMR und beinhaltet das Ausräumen befallener Brut, also über diesen Geruchssinn erkennen, da ist eine Milbe drin und wir müssen jetzt die Biene rausputzen. Wir sehen hier auch im Prinzip halt logischerweise nur unseren Feind, den wir bekämpfen wollen, und aber auch schon Abwehrmechanismen, die die Bienen entwickelt haben, um dagegen vorzugehen. Was gehört alles zum SMR? Logisch, das VSH, was eines der Merkmale ist, was man am leichtesten messen kann. Dann gehört dazu das Recapping, das heißt, die Biene merkt, mit der Brut stimmt irgendwas nicht, entfernt den Deckel und tut dann zu einem späteren Zeitpunkt den Deckel wieder erneuern und die Puppe entwickelt sich ganz normal und schlüpft. So, dann haben wir als Verhalten der Bienen, was aber erlernt wird, das ist nicht vererbbar, ist das Gromming, das heißt, das gegenseitige Wegputzen der Varroa-Milben der Bienen untereinander. Das kann man ermitteln, indem man den natürlichen Totenfall unter dem Mikroskop untersucht und dann schaut, haben die Milben alle Beine oder sind denn die Beine abgebissen? Hat der Panzer der Milbe Beschädigungen von den Mandibeln der Biene, die dann halt den Panzer zerstört haben oder Ecken rausgebissen haben? Das lässt sich auch ganz gut beobachten, macht aber natürlich halt viel Arbeit, dort das unter dem Mikroskop zu betrachten. Na, dann kommt aber noch ein bisschen eine Unschärfe dazu, dass man halt nie weiß, hat jetzt eine Ameise die Beine abgefressen oder war es doch die Biene. Also das ist kein 100% sicheres Anzeichen dafür, dass da die Bienen das selbst machen. Dann haben wir als allgemeine Geschichte die Bruthygiene. Das bedeutet halt, das Bienenvolk als solches hat ja ein natürliches Putzverhalten und sollte eigentlich abgestorbene Brut oder abgestorbene Bienen oder kranke Brut aus dem Brutnest entfernen. Es gibt aber wirklich Bienenvölker, die interessiert das überhaupt nicht. Da sammeln sich im Laufe der Zeit auf dem Brutwurm tote Puppen an und die werden überhaupt nicht rausgeputzt. Die Bruthygiene ist eins der wichtigsten Selektionskriterien überhaupt.
in der Zucht, sowohl bei der Carnica wie auch bei der Backfassbiene. Das heißt, man macht dort im Prinzip mit Einfrieren von Brut oder Abtöten von Brut mit flüssigem Stickstoff, Kohlen oder Trockeneis, tötet man bestimmte Bereiche auf der Wabe ab und schaut dann nach 24 Stunden nach, hat die Biene jetzt diese toten Puppen ausgeputzt. Also das ist ein sehr wichtiges Merkmal auch dafür, dass die Bienenvölker gesund sind. Dann haben wir im Prinzip hier noch die Chairomone stehen. Was sind Chairomone? Das sind also Hormone, die von der Bienenpuppe abgegeben werden, die aber für die Biene selber keine Rolle spielen, aber für die Varroamilbe. Und dort ist es halt so, dass die Insekten, sobald die Verpuppung einsetzt, über ihre Haut solche Chairomone absondern. Und das ist für die Milbe das Zeichen, jetzt muss ich in die Zelle und die wird gleich verdeckelt. So, sind aber diese Chairomone gestört oder nur ganz wenig vorhanden, weiß die Milbe nicht, wann die Zelle verdeckelt wird. Und damit kommt es dazu, dass die Milbe gar nicht in diese Zelle eindringt, weil die nie merkt, dass die bald verdeckelt wird. Da ja die Milbe blind ist, kann die das ja auch nicht sehen. Varroa durch Zucht zu dezimieren, welche Völker kommen in Frage? Es wird im Prinzip den VSH-Zuchten immer ein bisschen nachgesagt, ja, das sind ja alles Bienenvölker, die sammeln keinen Honig, das sind ganz wilde Stecher und das sind halt eigentlich für den wirtschaftlich imkernden Imker keine Völker, die man benutzen kann. Ich versuche hier mal das Gegenteil zu beweisen. Wir haben also hier eine Lichtung in Bayern, wo jetzt Völker standen vom Stefan Luft, das ist der Zuchtkoordinator von Landesverband Bayern. Und eines dieser Völker hier ist also ein auf Varroa-Eigenschaften getestetes Volk. Und das ist im Prinzip genau das, wo der Pfeil drauf steigt. Das heißt, das ist eine Königin, die ausgezählt worden ist mit 87,5% VSH. Das heißt, nur 87 oder 87,5% der gefundenen Milben waren nicht reproduktiv. Und man sieht im Prinzip, es ist also ein ganz normales Honigvolk, was Honig einträgt, was dort in der Tracht steht und auch wirtschaftlich ganz in Ordnung ist. Das ist ja auch vor allen Dingen wichtig, dass wir nicht jetzt nur aus Leidenschaft eine Biene züchten, die dann keinen wirtschaftlichen Ertrag mehr bringt oder ich sage mal gar nicht mehr zu behandeln ist. So, hier haben wir mal ein Volk, das in Sachsen gestanden hat. Das ist also ein Volk vom Rolf Schülbe, der das fotografiert hat am 10.02.2019. Und wir sehen, das ist natürlich halt ein sehr, sehr kräftiges Volk. Und das ist jetzt eine Königin, die mit 100% VSH ausgezählt worden ist und eine belegstellenangebrannte Königin, wo die Drohnen gestanden haben des Volkes, was ich vor uns gezeigt habe. Und das ist also eine Abstammung dieser Graf-Reinet-Linie, die aus Südafrika stammt. Allerdings hier schon in der 10. Generation in Deutschland. Aber die Varroa-sensitiven Eigenschaften sind erhalten geblieben über diese lange Zeit und sind natürlich immer wieder selektiert worden. Und das Volk ist natürlich stark und ist also als gutes Wirtschaftsvolk zu betrachten. Im Jahr 2020 hatten wir erstmalig auf unserer Belegstelle Annaburger Heide eine Drohnenlinie stehen, die 100% VSH hatte, wobei diese 100% VSH immer auch nur eine Momentaufnahme sind. In dem Moment, wo das Volk wissenschaftlich getestet worden ist, hat das so gezeigt. Es ist also keine Garantie, dass das auch wirklich vererbt wird. Noch nicht. So, aber wir haben dort erstmalig so ein Volk stehen gehabt. Und dieses Jahr haben wir auch wieder ein Volk dort stehen, was mit 100% ausgezählt worden ist. Allerdings 2 Jahre in Folge ist die Königin, also die M07 IMR, das ist also Imkerei Marienbrunn Leipzig, die die Königin gezüchtet hat. Das ist also eine Tochter von meiner M307, eine Monticola von Kilimanjaro. Die wird als Drohnenlinie bei uns stehen, sodass diese Eigenschaften auch über die Drohnenseite in die Breite gestreut werden, sodass halt, ich sage mal, mehr oder weniger alle Imker was davon haben. Hier ist mal ein Drohnenvolk, also eine Tochter der M07, am 27.02. dieses Jahres fotografiert, bevor ich das Sheet gesetzt habe. Also ich arbeite ja im angepassten Brutraum und habe dann das Volk hier eingeengt auf 5 Waben. Aber man sieht, es ist also relativ stark schon, hätte vielleicht eine Einengung gar nicht notwendig gehabt. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einem trockenen Thema.
Das sind natürlich die tabellarischen Auswertungen, die wir gemacht haben im Bereich dieser Selektion. Die Zuchtarbeit 2019 hat mit 15 Züchtern stattgefunden und ca. 120 Helfern, wo auch viele Helfer des Imkervereins Chemnitz mit dabei waren. Und dort haben wir im Prinzip, man sieht das hier im Prinzip, bereits eine ganze Menge von Königinnen gefunden, die 100% der Milben ausgeräumt haben. Wie erfolgt sowas überhaupt? Das heißt, wir infizieren diese Mini-Plus-Einheiten mit 150 Milben und tun 12 Tage später die Deckel der verdeckelten Zellen öffnen und schauen nach, sind die Milben noch vorhanden. Neben den 100% haben wir natürlich auch noch welche mit 94, 90, 88% gefunden. Und alles, was, ich sag mal, über 75% dieser SMR-Eigenschaften hat, wird auch von der wissenschaftlichen Seite her als überlebensfähig ohne medikamentelle Behandlung eingestuft. So, alles, was da unten drunter ist, ihr seht, wir haben da noch eine ganze Menge Meerkönigin gefunden, das ist auch nur ein Ausschnitt, sind dann aber für eine Weiterzucht sehr gut geeignet, um die VSH-Gene anzureichern. Und das wird natürlich halt von uns gemacht. Es ist viel Arbeit, aber es zeigt Erfolg. Hier haben wir die gleiche Tabelle noch einmal, aber von 2020. Und da seht ihr schon, es sind wesentlich mehr Königinnen mit 100% gefunden worden. Und auch in dem Bereich 90 bis 77% war da eine ganze Menge vorhanden. Und dann auch bis 50 und auch 30%, auch das habe ich hier nicht aufgelistet. Und erstmalig haben wir 2020 auch in unserer Carnica-Züchtergruppe, die sich uns angeschlossen hat, Königinnen mit 100% SMR-Verhalten gefunden. Das ist also eine Aussage, die halt ja auch wichtig ist, dass das also nie bloß in den Linien, die dort importiert worden sind, vorhanden ist, sondern die Wissenschaftler sagen, jede zehnte Königin hat die Gene, die zu dieser Varroa-sensitive Gene führen können. Sie müssen aber von Königin und Thron vorhanden sein, dass sie in Erscheinung treten. Was ist die Taktik und die Strategie bei der Selektion auf SMR und VSH? Also ich hatte vorhin schon gesagt, unsere Wahl Nummer 1 ist die Single-Thron-Besamung, also die Verwendung von Ein-Thron-Besamung, um dort Königin zu selektieren. Und dort nehmen wir natürlich vorselektiertes Thronenmaterial, das heißt von Königinnen, die wir schon in den Jahren zuvor hochprozentige SMR-Eigenschaften hatten. Jetzt wird eine Königin nur mit dem Sperma eines Thrones begattet und damit können wir dann ganz exakt feststellen, wir wissen von der Thronseite, ist es vorhanden, hat diese Königin jetzt diese Eigenschaften? Jede zehnte sollte es ja haben. Und können dann im Prinzip neue Linien von der mütterlichen Seite her selektieren auf diese Eigenschaften. Und da ist es uns auch schon gelungen, immer wieder neue Linien zu finden, die diese Eigenschaften haben, in unterschiedlicher Ausprägung. Der zeitliche Ablauf so einer Geschichte beläuft sich also auf rund 93 Tage mit Unterbrechungen. Das geht vom Umlaufen der ersten Königin, instrumentelle Begattung, Eiablage, Infizieren mit 150 Milben, dann der Test auf VSH durch Auszählen. Dann wird natürlich von den hochprozentigen Königinnen sofort im gleichen Jahr noch nachgezogen. Warum? Weil natürlich der Spermavorrat in der Spermatheca einer eindrohend begatteten Königin beträgt ungefähr 100.000 Spermien, während eine natürlich begattete Königin ungefähr 5 Millionen Spermien in ihrer Spermatheca hat. Das ist also ein gewaltiger Unterschied. Und diese eindrohend begatteten Königinnen haben eigentlich relativ kurzes Leben, weil dann einfach der Spermavorrat ausgeht und dann von ihren eigenen Bienen entsorgt werden, weil sie bloß noch thronbrütisch sind. Deswegen wichtig, 2 Generationen in ein Jahr schnelle Nachzuchten, um halt diese gefundenen Eigenschaften zumindest von der Thronseite her zu sichern. So, das, was ich vorhin gezeigt hatte, die M07 war eine SDI-Königin, die 2 Jahre überlebt hat, war also im Prinzip eine rühmliche Ausnahme, hat damit aber auch ihre guten Überwinterungseigenschaften gezeigt, sodass man dort halt von einer guten Wirtschaftskönigin ausgehen kann. Wir sehen hier auch im Prinzip, sag mal, René Schieback ist das bei der Besamung 2020, wo er halt im Prinzip die Eindrohnenbesamung macht mit instrumentellen Besamungen. Hier mal aber ein paar Bilder, was läuft in Sachsen in der Beziehung. Wir sehen das hier im Prinzip, das ist der ehemalige Bahnhof von Frankenberg.
wo wir diese Besamung 2020 durchgeführt haben. Das heißt, die Drohnenvölker sind hier mit Flugkäfigen versehen, weil die Drohnen müssen fliegen und werden dann aus diesen Flugkäfigen auch abgefangen, sodass man nur geschlechtsreife Drohnen im Prinzip nimmt, um dort das Sperma zu gewinnen. Hier sehen wir mal halt, wie das aussieht, wenn so eine Königin instrumentell begattet wird. Wir sehen im Prinzip rechts hier den Stachelhaken, der oder den Stachelgreifer, der halt den Stachel der Königin greift, den im Prinzip nach rechts zieht und dann die Vaginalsonde, die halt dann das öffnet und dann wird von hier oben schräg die Kanüle eingeführt mit dem Sperma, um halt die Königin Instrument zu begatten. Die Königin selber befindet sich dort in CO2-Narkose, die merkt also nichts davon und weckt dann nach 5, 10 Minuten wieder auf. Das Ganze ist also ein sicheres Verfahren, um halt Königin instrumentell zu begatten. Hier sieht man auch mal, wie die Gruppe aufgebaut ist, wie viele Leute dort bei der Besamung mitgearbeitet haben. 2019 im Eisenbahnmuseum Chemnitz ist das historische Seilablaufanlage, die uns dort den Raum zu einem geringen Entgelt zur Verfügung gestellt haben, mehr einen symbolischen Preis wie wirklich Vermietung. Und man sieht, da ist also jeder Helfer gefragt, der halt mithelfen kann und will, weil das natürlich schon ein Mammutprojekt ist, was auch noch mindestens 10, 15 Jahre laufen muss, um eine Varroa-resistente Biene flächendeckend zu haben. Also seit 2019 läuft dieses Projekt über die Förderung des Landwirtschaftsministeriums als Verbundprojekt. Das hatte ich ja vorhin schon vorgestellt und wird dort also unter wissenschaftlicher Aufsicht durchgeführt, die dann auch die Auswertung übernimmt und auch die Zuchtwertschätzung, welche Königin kann ich mit welchen Drohnen anbauen, um dann diese SMR-Eigenschaften zu erhalten. Im Projekt sind auch für dieses Jahr 3 Belegstellen geplant, die halt dort diese auf SMR selektierten Drohnenvölker aufstellen. Das sind also 2 Belegstellen in Bayern und eine hier bei uns in Sachsen, die also dort aus diesem VSH-Projekt heraus die Drohnenlinien stellen. Ganz wichtig für uns ist natürlich halt, dass man über dieses Aufstellen dieser Drohnenvölker dann auch in den nächsten Jahren neue Linien mit neuer Genetik findet, die halt auch diese Eigenschaften haben. So, wie kann denn jeder Imker nach solchen SMR-VSH-Eigenschaften Ausschau halten? Wir sehen hier im Prinzip ein Foto, wo wir eigentlich unnatürliche Zellen sehen. Das heißt, wir haben hier Bienenpuppen, die haben schon leicht lila Augen. Das ist aber ein Stadium, wo diese Puppen eigentlich einen Deckel haben müssten, so wie die Nachbarzellen. Die Bienen haben hier erkannt, dass mit dieser Puppe etwas nicht stimmt und haben den Deckel entfernt. Nun gibt es die Möglichkeit, dass eine andere Biene kommt und die Puppe ausräumt, weil da die Varroamilbe am Boden der Zelle sitzt. Oder die Varroamilbe ist schon rausgerannt, weil der Deckel entfernt worden ist. Das bedeutet aber auf jeden Fall, die Reproduktion der Varroamilbe ist unterbrochen. Die kann sich nicht reproduzieren. Das ist ein Reproduktionszyklus ist ausgeblieben. Und wenn man davon ausgeht, dass der Reproduktionszyklus einer Varroamilbe 16 Tage dauert, dann ist der ausgefallen und erst nach 5 Tagen, nachdem die herausgerannt ist, geht die wieder in die nächste verdeckelte Zelle. Also auch für dieses Jahr ist wieder die oberste Aufgabe, potenzielle Linien zu finden, die halt diese Eigenschaften haben und im zunehmenden Umfang auch aus den Zuchtgruppen der Carnica und der dunklen Bienen. Das Ziel ist es, die Anreicherung der VSH-Gene in der Population der allgemeinen Landbiene als Mischung aller Bienenrassen. Das heißt, wenn wir genügend Drohnen rumfliegen haben, die diese VSH-Gene haben oder SMR-Gene, dann wird die Königin, die zur Begattung ausfliegt, diese Gene halt in ihrer Spermatheca lagern und es wird zu Ausbreitung dieser Eigenschaften kommen. Da haben wir im Prinzip diese Problematik, dass wir natürlich halt immer wieder genetisch von gleichen Linien jetzt nachgezogen haben in der Vergangenheit, weil wir ja froh waren, dass wir 2018 überhaupt 2 Königinnen gefunden hatten, die 100% hatten. Aber man muss natürlich halt weg von diesem genetischen Flaschenhals und muss neue Völker, neue Linien finden, die diese Eigenschaften haben. Das hat den Vorteil, wir haben Völker mit hohen SMR-Werten, aber 50% frische Gene. Und das ist halt wichtig für die Weiterentwicklung der Honigbiene. So, hier haben wir nochmal ein anderes Bild im Prinzip, also die Varroa-Dezimierung durch Öffnen verdeckelter Brutzellen.
Hier sieht man das sehr schön, dass im Prinzip diese Brutstadien schon auch unter unterschiedlichen Alters sind. Also hier haben wir eine Biene, die Verdecklungszeit ist 11 Tage, die also ungefähr 10 Tage alt ist, weil die hat schon einen eingefärbten Kopf. Die ist im Prinzip halt ungefähr 9 Tage alt, hat lila Augen, aber noch keinen eingefärbten Kopf. Und damit kann man ganz gut sehen, okay, dieses Volk erkennt die Varroamilben in der Zelle und unternimmt etwas dagegen und verringert dadurch die Vermehrungsrate der Varroamilbe. Man sieht auch hier nochmal eine mit Weißaugenstadium, also da ist die Zelle schon viel früher geöffnet worden. Aber die Bienenhammer erkannt, hier ist was nicht in Ordnung und da müssen wir was unternehmen. Hier haben wir diese Bilder auch nochmal in der Beziehung, dass also das ausgeräumt ist. Hier ist gerade eine Biene dabei, nochmal so eine Zelle zu öffnen. Das sind die Anzeichen, die jeder Imker erkennen kann, wenn er seine Brutwarm anschaut und sieht solche Puppen, dann hat dieses Volk Eigenschaften zur Dezimierung der Varroamilbe. Hier ist nochmal eine Aufnahme, die sich jetzt auf das Ausräumen von Drohnenbrut bezieht. Das Ausräumen von Drohnenbrut, was Varroa befallen ist, ist in der, ich sag mal, Rangfolge hinter dem Ausräumen der Arbeiterinnenbrut. Aber wenn das Volk das macht, dann ist dort eine sehr, sehr hohe SMR-Eigenschaft vorhanden, weil die einfach dort merken, oh je, hier sind Milben drinnen, wir räumen die aus. So, das Auszählen. Das also A und O dieser ganzen Aktion ist immer wieder zählen, 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 zählen. Das Verfahren ist ja so, dass wir eine Königin ziehen, die wird instrumentell begattet, geht die in Eierblase, ist die nach 6 Wochen von ihren eigenen Bienen umgeben. Das heißt, die Eigenschaften der Bienen sind auch, oder die Bienen sind auch wirklich von dieser Königin. Und jetzt ernten wir mit der Puderzuckermethode aus ganz normalen Wirtschaftsvölkern Varroamilben. Was uns leider, also diese Züchter, die an diesem Projekt teilnehmen, immer schwerer fällt, weil wir haben einfach keine Milben mehr in unseren Völkern. Und das ist halt ein bisschen das große Problem. Wir brauchen aber die Milben zur Infizierung dieser kleinen Völkchen. Das sind Mini-Plus-Völkchen, da sind dann meistens 4 bis 5 Waben drin. Und die werden also nach 6 Wochen nach der instrumentellen Begattung mit 150 Milben infiziert. Nach 12 Tagen nach der Infizierung werden die verdeckelten Brutwarmen entnommen und unter dem Mikroskop untersucht. Also wir öffnen dort Zelle für Zelle, um halt dort die Milben zu finden, die wir ja in das Volk reingeschmissen haben. Und je nachdem, wie wir dann die Milben finden oder gar keine finden, ist das ein Indiz auf diese SMR-Eigenschaften, die dieses Volk hat. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wir haben jetzt das reingeschmissen, jetzt sind die Varroamilben nicht gleich reingegangen. Die sind also nicht in den Zellen, die kurz vorm Schlupf stehen. Also tun wir im Prinzip eine zweite Methode machen. Wir ermitteln den Befall mit Milben im Streckmaden- und Weißaugenstadium. Das heißt, 1 bis 2 Tage nach dem Verdeckeln. Die erste Prüfung ist also 1 Tag vor dem Schlupf, also 10 Tage, 9 Tage nach dem Verdeckeln. Die zweite Prüfung erstreckt sich dann auf die Prüfung der Zellen, die 1 bis 2 Tage verdeckelt sind. Und dem schließt sich eine dritte Prüfung an. Das heißt, wir tun von den Völkern, die jetzt bei den ersten 2 Proben augenscheinlich hohe SMR-Eigenschaften haben, noch 500 Bienen auswaschen. Leider sterben die dabei. Aber bei diesen Auswaschmethode wissen wir natürlich halt, da finden wir alle Milben, die auf den Bienen sitzen. Und finden wir jetzt keine Milben auf den Bienen, nicht im Weißaugenstadium und nicht in dem Verdeckeln kurz vor dem Schlupf, dann hat das Volk diese Milben ausgeräumt und hat die bekämpft. Und das Volk könnte dann auch ohne Behandlung überleben. Das ist halt, ich sag mal, das, was wir dann immer machen, mit relativ großen Gruppen unter Mikroskopen diese Waben auszählen. So, was hat sich daraus ergeben in der Beziehung? In diesem Gesamtprojekt sind also bis jetzt 1400 Königinnen geprüft worden. Im Mittel 46% der Varroamilben ohne erfolgreiche Reproduktion. Das heißt, im Prinzip fast die Hälfte aller gefundenen Varroamilben ist nicht fortpflanzungsfähig gewesen. Und dort ist es halt so, dass wir mindestens 10 Zellen mit einer Varroamilbe gefunden haben oder im Durchschnitt 852 Zellen geöffnet wurden pro Volk, um das Volk zu untersuchen. Und jede 7. erfolgreich ausgewertete Königin hat SMR-Werte von über 75%.
Also das ist ein Ergebnis, was ich denke, ich sehen lassen kann für ein Projekt, was jetzt im zweiten Jahr läuft. Wir machen das zwar in Sachsen, also ich selbst mache es seit 2011, diese Geschichte. 2018 hat sich dann eine kleine Gruppe gebildet von 4 Imkern, Züchtern, die damit angefangen hat. Und 2019 ist es dann schon mit 15 Züchtern weitergegangen. So sieht sowas halt im Prinzip als Protokoll aus, wenn wir das auswerten. Also wir haben hier eine Biene, die kurz vorm Schlupf steht. Die hat also schon einen relativ dunklen Kopf. Und wenn man die halt rauszieht, sieht man dann unter dem Mikroskop eins dieser Bilder. So, und da haben wir hier auf der linken Seite haben wir die sogenannte Happy Family. Das heißt, das ist eine glückliche Varroa-Familie. Da ist die Muttermilbe, da ist das Männchen, da ist die erwachsene Tochter und da ist auch noch eine Protonymphe, also eine zweite weibliche Varroa-Milbe, die aber wahrscheinlich in dem Fall nicht mehr zur Geschlechtsreife kommen wird und beim Schlupf der Biene stirbt. Aber die Milbe hat sich reproduziert. Sie hat eine neue Tochter. Oder wir haben den Fall, dass wir, wenn wir diese Puppe rausziehen, das rechte Bild sehen. Das heißt, wir haben eine Varroa-Weibchen, also die Muttermilbe. Und wir haben hier ein Ei. So. Aber dieses Weibchen hat sich nicht erfolgreich reproduziert. Weil wenn die Biene schlüpft, kann das Ei nicht mehr schlüpfen und die Fortpflanzung hat nicht stattgefunden. So, und das ist natürlich halt das, was wir suchen, weil wir hier sagen können, jawohl, nicht reproduktiv, also Eigenschaft vorhanden. Hier habe ich mal so handschriftliches Protokoll, was man halt sich neben das Mikroskop legt. Da ist also eine Königin von mir untersucht worden, im Prinzip das ist eine Monticola mit der Nummer 50. Und da habe ich jetzt 300 Zellen geöffnet unter dem Mikroskop am 30.09. vorigen Jahres. Das Volk ist vorneweg nicht gegen die Varroa-Milbe behandelt worden. Also das hat das ganze Jahr über ganz normal in meinen Wirtschaftsvölkern gestanden, nicht behandelt. 300 Zellen geöffnet, davon waren 15 wieder verdeckelt. Das heißt, da hatten die Bienen den Deckel aufgemacht und den neuen drauf gemacht. Und dort habe ich eine einzige Milbe gefunden in der 284. Zelle. Und die war nicht reproduktiv, weil es war kein Menschen vorhanden. Also es hat im Prinzip das Menschen gefehlt. Es ist ja bei der Varroa-Milbe so, dass das erste Ei, was die Milbe legt, ist ein unbefruchtetes Ei. Daraus entsteht ein Varroa-Menschen. Dann wird ein befruchtetes Ei gelegt und in der Zelle vor dem Schlupf der Biene wird praktisch die Tochtermilbe noch von den Menschen begattet und sie schlüpft im Prinzip als Varroa-Milbe. Beim Schlupf der Biene stirbt das Menschen und alle noch nie erwachsenen Varroa-Milben. Und die Mutter schlüpft natürlich wieder mit und kann nach 5 Tagen wieder in die nächste Zelle gehen. Bei diesem Protokoll wurden jetzt noch hier zusätzlich 263 Zellen im Weißaugenstadium geöffnet. Dort wurde auch eine Milbe gefunden. Und insgesamt wurden hier 90% der insgesamt verdeckelten Brut, die vorhanden war, ausgezählt. Also diese Königin oder dieses Volk hat die Eigenschaften in perfekter Form und hat wirklich alles rausgeschmissen, was sich da Milben nennt. Und das brauchen wir dann auch nicht behandeln, weil es sind ja gar keine Milben da. Hier sehen wir mal nochmal ein anderes Protokoll, was im Prinzip halt nicht ganz so erfolgreich war. Hier sind bloß 238 Zellen geöffnet worden, aber 48 waren wieder verdeckelt. Und hier haben wir im Prinzip einen VSH-Wert von 89%. Das Bieneninstitut Kirchheim stellt dort im Prinzip ein Excel-Tool zur Verfügung, wo diese Werte übertragen werden können und was dann das ausrechnet, wie viel das ist. Hier in dem Fall hatten wir eine Brutbefallsrate von 10%. Nach Bischler vom Bieneninstitut Kirchheim ist alles, was bis 10% Brutbefallsrate überlebensfähig ohne Behandlung. Also selbst diese Königin, obwohl da doch einige Milben gefunden wären, wäre ohne Behandlung überlebensfähig. Wer kann mitmachen an diesem Projekt? Jeder. Jeder Imker. Wir brauchen Imker, die Königinnen züchten, die im Prinzip Begattungseinheiten übernehmen, Mini-Plus-Einheiten pflegen, die halt dann auch dementsprechend betreuen, mit Milben infizieren und so weiter. Das Ganze erfolgt natürlich unter Anleitung. Wir haben dort also auch ein Methodenhandbuch, in dem das ganz exakt geschrieben ist, was, wann und wie zu machen ist. Und das kann dann halt jeder Imker teilnehmen an diesem Projekt mit einer Königin oder auch mit 100 Königinnen, je nachdem, wie er das will.
Im Durchschnitt haben unsere Züchter, die dort mitmachen, 10 bis 15 Königinnen, die in dem Projekt stellen, mit einer Ausnahme oder mit zwei Ausnahmen. Die Katrin Weißbach, die macht so meistens um die 40 Königinnen. Bei mir sind es so 60 bis 70, die dann halt dort zur Anbahrung kommen. Aber wir benötigen natürlich auch Mitarbeiter, die halt bereit sind, sich einen Tag an ein Mikroskop zu setzen und diese Waben unter dem Mikroskop auszuzählen. Nämlich diese wissenschaftliche Arbeit des Zählens, Zählen, Zählens. Und das ist halt eine ganz wichtige Geschichte. Und das kann jeder machen, der braucht von Bienen gar keine Ahnung haben. Das ist auf jeden Fall, wird da vorneweg auch eine Unterweisung stattfinden. Es sind dann immer Experten da, die also in diesem Jahr noch vom Bieneninstitut Kirchheim gestellt werden, die man dann jederzeit rufen kann und sagen kann, hier, schau mal rein. Ich weiß nicht, was das ist, und der tut das dann dementsprechend beurteilen und erklärt das auch. Man lernt dabei unwahrscheinlich viel über die Reproduktion der Varroamilbe, über das Verhältnis Biene-Varroamilbe. Also das ist ganz interessant auch für jeden, der da mitmachen kann. So, haben wir ja gesagt, Kornika VSH-Zucht gibt es seit 2019, Kornika-Zuchtgruppe. 2020 haben wir im Prinzip hundertprozentige Kornika-Königin gefunden. Und wir wollen also dieses Jahr den Kornika-Sektor noch ausbauen, um dort halt auch in der Kornika-Population voranzukommen mit diesen SMR-Eigenschaften. Das Ziel aller Bemühungen ist Überleben der Bienenvölker ohne medikamentöse Varroa-Behandlung. Und es gibt einige Imker, die mit Zustimmung des jeweiligen Veterinäramtes sogenannte Überlebensstände haben, die also ihre Völker wirklich nicht mehr behandeln und die dann auch überleben. Es ist immer halt so, dass ich sage, wir schimpfen über den Landwirt, der auf seinen Feldern Pflanzengifte ausbringt oder Insektizide und gehen dann nach Hause und schütten selber Chemikalien in die Bienenvölker. Und hier haben wir die Möglichkeit, in der Zukunft diese auch für die Bienenvölker belastende medikamentöse Behandlung eigentlich nicht mehr machen zu müssen. Alle sind herzlich eingeladen, teilzuladen, gleichgültig ob Imker oder einfach nur Interessierter. Hier sind auch nochmal die Kontaktdaten von der Katrin Weißbach, das ist die Koordinatorin dieses Projektes, und von mir, der das Projekt in Sachsen leitet. Ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. So, also ganz vielen Dank erstmal. Gut, also es sind schon ein paar Fragen im Chat aufgelaufen. Der Hermann Schlamann, du hattest eine Frage gehabt zur Verbreitung der Eigenschaft. Ja, kann man mich verstehen? Ja. Meine Frage war jetzt die, wenn ich jetzt eine Königin habe, die diese SMR-Eigenschaften hat, würden dann die Drohnen aus diesem Volk diese Eigenschaften auch an andere Königinnen weitergeben? Ich meine, die begatten ja nicht immer, das sind ja mehrere Königinnen am Stand, und würde sich das positiv auf die Völker auswirken? Ja und nein. Es ist erst mal ja so, dass wenn ich eine Königin habe, die diese Eigenschaft im Volk zeigt, dann haben ja die Drohnen dieser Königinnen eigentlich nichts mit den Genen der Arbeiterin zu tun, sondern die Drohnen tragen die Gene der Großeltern. Das heißt aber, wenn ich von dieser Königin, die diese Eigenschaften zeigt, Töchter ziehe, dann haben die Drohnen dieser Töchter die Eigenschaften der Königin, wo ich diese Eigenschaften gefunden habe. Deswegen ziehen wir ja auch sofort von den ausgezählten Königinnen, die hohe SMR-Werte haben, sofort noch nach, weil die Drohnen der Töchter haben die Eigenschaften dieser ausgezählten Königin. Frage damit beantwortet? Ja, also man muss praktisch eine Generation überspringen. Genau. Das ist also in der Bienenzucht ist es ja so, da ja ein Drohn weder Vater noch einen Sohn hat, hat der Drohn im Prinzip die Eigenschaften der Großmutter oder der Mutter der Königin, wo der Thron herstammt. Die nächste Frage war von der Cora Kielhorn. Cora, möchtest du deine Frage stellen? Also der Vortrag und auch der Inhalt sind ja schon wirklich etwas tiefer gehend. Das ist ja nichts für einen Anfänger oder so. Also Königinnenzucht ist ja insgesamt sehr interessant. Vielleicht gibt es nochmal so die drei Big Points, die vielleicht auch jemand, der noch nicht so lange dabei ist, beachten sollte, um selber etwas dazu beizutragen, dass unsere Völker Varroa-resistenter werden. Also ich muss erst mal dazu sagen, im Prinzip, es gibt da ja unterschiedliche Auffassungen, aber meiner Meinung nach ist die Grundlage jeder erfolgreichen Imkerei eine planmäßige Weißelerneuerung.
Das heißt, ich sollte das nicht dem Zufall oder dem Schwarm überlassen, in eine neue Königin ziehen, sondern ich sollte das planen und entsprechend arbeiten. Die Nachzucht einer Königin ist in der Imkerei wahrscheinlich das Einfachste, was es gibt. Sage ich mal so. Na, da kann man auch geteilter Meinung sein, aber es ist wirklich so, dass jeder Imker eigentlich darauf achten sollte, nur Königinnen zu verwenden von seinen leistungsfähigsten Völkern. Das nicht über Schwarmzellen machen, die Vermehrung, sondern wirklich planmäßig und bewusst die Königinnen selektieren. Weil nur dann ist er wirklich richtig erfolgreich als Imker. Und das zeigt sich auch, ich sag mal, dann auch irgendwo im Honigertrag, wo ich als Züchter von Königinnen habe ich einen Standdurchschnitt, der über 100 Kilo liegt pro Volk. Und wenn ihr dann eure eigenen Honigerträge mal vergleicht, wenn ihr gute Linien habt, dann habt ihr auch solche Erträge. Aber wenn das M unten drunter liegt, dann habt ihr keine guten Königinnen. Und das ist der Punkt. Also es ist immer möglich, im Prinzip dort verschiedene Wege zu gehen. A, kann man sich natürlich Königinnen kaufen, auch F1-Königinnen, also Töchter von belegstellenbegatteten Königinnen, die standbegattet worden sind, die dann ja irgendwo schon mal preiswerter sind wie eine belegstellenbegattete Königin. Oder ich kaufe eine belegstellenbegattete Königin und ziehe dann von dieser selber Königin nach, um halt gutes Zuchtmaterial zu haben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, auch für jemanden wie dich, dir Zuchtmaterial zur Verfügung zu stellen, was diese SMR-Eigenschaften hat. Der nächste Punkt ist natürlich halt, jeder traut sich dort auch nie ran, aber man sollte das schon mal versuchen, vielleicht auch so einen Königin-Zuchtkurs zu belegen, um halt dort so Grundlagen zu haben. Also das ist für mich das Wichtigste überhaupt, planmäßig die Königin zu erneuern. Gut, war die Frage beantwortet? Ich gehe mal aus. Ja, doch. Darf ich noch eine anhängen? Ja, klar. Wenn ich jetzt, ist ja nun gerade März, jetzt geht es langsam in die Saison. Und wenn ich mir sozusagen eine oder zwei neue Königinnen kaufen möchte, dann ist wahrscheinlich jetzt schon der Zeitpunkt ziemlich spät, sich eine zu bestellen. Also wenn ich jetzt an eine Belegstellenkönigin denke oder so. Wann ist der ideale Zeitpunkt, einem Kollegen Bescheid zu sagen, du, ich brauche zwei Königinnen von dir? Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage in der Beziehung. Man muss erst mal dazu sagen, wenn jetzt Königinnen angeboten werden, dann können das keine Königin von diesem Jahr sein, sondern das sind dann immer Königinnen vom vorigen Jahr oder irgendwelche Importe aus anderen Ländern. Weil ganz einfach, man muss ja eins betrachten, um eine Standbegattung durchführen zu können, brauche ich ja auch die entsprechenden Drohnen. Und ein Drohn braucht vom Legen des Eis bis zur Geschlechtsreife 40 Tage. Das heißt, wenn wir davon mal ausgehen, dass jetzt am 1. April ein Drohnenei gelegt wird, dann ist dieser Drohnen erst am 15. Mai geschlechtsreif. Das heißt im Prinzip, das ist so überhaupt der erste Zeitpunkt, wo ich Königinnen erfolgreich begatten kann lassen, weil sonst sind gar keine Drohnen vorhanden hier in Deutschland. Es machen aus gutem Grund die ganzen Belegstellen meistens erst in der dritten Dekade Mai auf oder Anfang Juni, weil dann erst die geschlechtsreifen Drohnen da sind. Das heißt im Prinzip, der optimale Zeitpunkt, eine Königin zu erwerben, ist eigentlich Mitte Juni, weil da die ersten Königinnen von Belegstellen zurückkommen können. Ob jetzt der Imker spontan sagt, okay, ich gebe nur Königin zum Verkauf an, wenn ich die schon bereits habe, oder ich nehme Vorbestellungen an schon ab August des letzten Jahres. Das ist immer von den Züchtern abhängig. Man sollte da einfach gucken. Ich bin selbst auch Königin-Züchter. Ich verkaufe auch Königin. Und ich habe teilweise Anfragen, wo Imker im November noch angefragt haben, hast du noch eine Königin für mich? Ich habe weiseloses Volk. So. Und ich habe meistens auch so lange Königinnen. Also das ist halt immer so der Punkt, wo man halt dann einfach mit den dementsprechenden Züchter reden muss, wie der das gerne hätte. Vielen Dank dann erstmal. Und ich habe gesehen, die Isabelle, die hat sogar zwei Fragen insgesamt reingestellt. Möchtest du die selber stellen? Ja, gerne. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. In der Tat, das ist sehr wissenschaftlich für uns Imkerleier. Ist es ein bisschen schwierig mitzukommen. Aber ich finde das sehr, sehr interessant, beziehungsweise
Meine Frage wäre erstmal, wir haben also ein Bild gesehen von nicht gedeckelte oder entdeckelte Bienen. Wie kann man das erkennen, dass es noch, also ob das noch nicht verdeckelt ist oder ob das entdeckelt wurde? Das wäre meine erste Frage. Das ist eigentlich einfach zu erkennen an dem Entwicklungsstadium. Die Biene verdeckelt die Zelle, wenn die Made sich von der Rundmade zur Streckmade entwickelt. Na, dann kommt der Deckel drauf. Und sobald ich eine Zelle habe, in der mich eine Puppe mit Augen anschaut, okay, dann ist der Deckel entfernt worden. Alles klar, vielen Dank, ja. Ja, jetzt stand da irgendwo im Chat noch die Frage, die könnte ich jetzt in dem Zusammenhang gleich mit beantworten. Woran erkenne ich denn, ob eine Zelle wieder verdeckelt worden ist? Genau. So, wir untersuchen das unter dem Mikroskop, indem wir den Zelldeckel mit der Pinzette entlang der Zellwände einritzen und dann umklappen. Die Biene ist ja Insekt, das heißt, die spinnt sich ein und macht eine Puppenhülle. Und wenn jetzt der Deckel entfernt wird, dann wird auch diese Puppenhülle entfernt. Und der Deckel besteht dann nur aus Reinwachs. Und wenn man diesen Deckel umlegt, dann ist die Puppenhülle noch vorhanden, einen seidigen Glanz, ne, so wie Naturseide. Und ist der Deckel aber schon geöffnet gewesen und neu verdeckelt, tut ja die Puppe dieses Gespinst nicht erneuern. Und dann sieht man von der Unterseite her an diesen Wachsdeckel den reinen Wachs und kein Gespinst mehr. Und daran erkennt man, ob diese Zelle schon mal verdeckelt war und entdeckelt wurde und wieder neu verdeckelt. Vielen Dank. Jetzt hätte ich meine zweite Frage. Wenn man erkennt, dass die Bienen erkennen, dass da eine Varroa-Milbe ist, also sprich, dass man entdeckelte Bienen sieht, heißt es für den Imker selbst, dass er die Varroa-Behandlung denn weglassen kann? Nein. Ich sage mal so, wir behandeln ja jetzt mehr oder weniger alle Bienenvölker nach Schema F. Das heißt, es wird einfach behandelt, ob da viele Milben drin sind oder wenig Milben drin sind. Das heißt, die Königinnen, die 100% nachgewiesen haben, werden trotzdem behandelt? Das kommt jetzt auf den Imker drauf an. Also ich behandle sie nicht. Aber es gibt ja, ich sage mal, eine Bienenseuchenverordnung, die eigentlich hier in Sachsen vorschreibt, dass jedes Bienenvolk medikamentös zu behandeln ist. Egal, ob da Milben drin sind oder nicht. Es gibt verschiedene Veterinäre, die auch biologische Maßnahmen als Behandlung akzeptieren und sagen, okay, totale Brutentnahme oder auch die Zucht einer Varroa-resistenten Biene erkennen wir an als Behandlung. Aber der zweite Schritt ist ja jetzt weg von dieser pauschalen Behandlung hin zur bedarfsgerechten Behandlung. Das heißt, es gibt ja diese Puderzuckermethode, mit der ich in ganz schneller Zeit feststellen kann, wie viele Milben sitzen denn auf meinen Bienen. Und wenn ich diesen Becher mit 500 Bienen dann mit diesem Puderzucker schüttel, das dauert, wenn ich ein Bienenvolk behandle, im Prinzip halt mache ich als erstes dort die Bienen rein, den Puderzucker drauf, schüttel die, stell die beiseite, mache die Behandlung des Volkes fertig, schüttel die Bienen noch einmal und schüttel den Puderzucker mit den abgefallenen Milben auf eine weiße Unterlage. Das heißt, das läuft nebenbei während der normalen Bearbeitung eines Bienenvolkes. Und dann kann ich schon an der Anzahl der dort gefallenen Milben die Belastung des Bienenvolks ermitteln. Und da gibt es ja auch im Internet im Prinzip so die verschiedenen Zahlen, wann die Schadschwelle erreicht ist oder wenn die Schadschwelle überschritten ist. Habe ich aber einen Befall, der meineswegen im Ende August bloß bei 2% liegt, dann ist die Schadschwelle noch lange nicht erreicht und ich brauchte eigentlich das Bienenvolk noch nicht zu behandeln. Also da gibt es ja auch genügend andere Abhandlungen, die das schon auch so beschreiben. Und das ist der erste Schritt weg von dieser Behandlung nach Schema F hin zur bedarfsgerechten Behandlung. Weil wir haben jedes Jahr 30% Winterverluste und da wird gesagt, da ist die Varroa-Milbe dran schuld. Ich sage, wir haben 50% Verluste an Varroa-Milben. Und 15% der Völker sind tot behandelt worden. Das ist nämlich dann für das Bienenvolk ja immer auch eine Belastung, wenn das behandelt wird. Und das ist halt das Problem. Und der Imker oder vielleicht auch der jetzt dort nicht das Händchen dafür hat, der behandelt lieber mehr und behandelt dann sein Volk tot. Und das ist ja die Gefahr bei dieser ganzen Geschichte. Frage beantwortet. Ja, absolut. Dürfte ich noch eine Frage dazu stellen? Natürlich. Wenn es geht. Und zwar, könnte man also ich habe gelernt, dass man diese Varroa-Behandlung immer erst nach der Honigernte macht. Wäre das denn sinnvoll, mit dem Puderzucker viel früher anzufangen?
Also das Puderzucker ist keine Behandlungsmethode, sondern nur eine Kontrollmethode. Nee, ich meine die Kontrolle, also dass man das. Also ja, man sollte damit sowas? Im Prinzip schon Anfang Juni anfangen. Man kann aber natürlich halt auch da verschiedene Methoden zu dieser Varroa-Behandlung machen. Ich habe jetzt zwar Königinnen, die auch ohne Behandlung überleben, aber wie habe ich denn das vor 5, 6 Jahren gemacht im Prinzip? Also ich habe es immer so gemacht, dass ich zum Beginn der Lindenblüte die Königinnen abgesperrt habe in den sogenannten Scalvini-Käfig und die sind dort in diesem Käfig 17 Tage geblieben. Während der 17 Tage ist 90% der gesamten Brut geschlüpft. Und wenn man dann die Königin wieder freilässt, fängt die an zu stiften. Und es dauert ja eine Zeit, bis die Maden in dem Alter sind, wo sie verdeckelt werden. Und damit ist die gesamte Brut vor der Absperrung geschlüpft. Und alle Varroa-Milben befinden sich auf den Bienen. Und jetzt nehme ich die Honigräume runter, weil das ist auch der Zeitpunkt, wo die Linde vorbei ist. Und kann ein brutfreies Volk behandeln, ohne dass ich dort im Prinzip in die Brut hineinarbeiten muss. Und dort kann ich dann mit Mitteln arbeiten, wie jetzt Bienenwohl oder das Varomet, was auf Oxalsäurebasis ist und bei Weitem nicht solche Schäden im Bienenvolk anrichtet wie die Ameisensäure. Aber ich habe keine Milben in der verdeckelten Brut, weil es gibt keine verdeckelte Brut. Und das ist also auf der einen Seite eine Abwandlung der totalen Brutentnahme, wo ich aber dem Bienenvolk ja die Brut entnehme und das Bienenvolk hat aber in diese Brut schon eine ganze Menge Arbeit und Lebensenergie gesteckt. Ja, und das nehme ich dem Volk weg. So lasse ich die Bienen schlüpfen. Die müssen keine Brut aufziehen, stecken also dort keine Arbeit rein. Es stehen dazu zusätzlich noch mehr Bienen für den Fluchbetrieb zur Verfügung, um den Lindenhonig einzutragen. Und sobald die Tracht vorbei ist, kann ich brutfreies Bienenvolk behandeln und habe im Prinzip eigentlich mit einer Behandlung alle Varroa-Milben von den Bienen runtergeputzt. Muss natürlich darauf achten, dass es natürlich halt eine große Gefahr der Reinvasion gibt und natürlich halt dann im Laufe des Augusts auch mit der Puderzuckermethode den Befallsgrad zu ermitteln. Vielleicht hilft noch zu ergänzen, Dietmar, dass die Lindentracht bei uns meistens die letzte Tracht ist im Jahr. Okay, ja, das ist also, ich sag mal so, für unsere Region, aber ich sag mal generell in Deutschland, ist eigentlich die Linde die letzte große Massentracht, wo überhaupt Honig geerntet wird. Na, es gibt noch ein paar Wanderimker, die in der Heide imkern, die aber ihre Völker ganz anders vorbereiten für diesen Heidebetrieb. Das sind meistens dann Ableger, die im Mai gebildet haben, die dann zur Heide zusammenlegen, um starke Völker zu haben. Weil der Heide ist eine bienenfressende Tracht. Durch die ganzen Spinnwäben und das Zeug, was dort in diesen zwischen den Heidepflanzen ist, ist ein hoher Verschleiß an Fluchbienen. Und deswegen braucht man ganz starke Völker, die man in der Heide schafft, um dort überhaupt Ertrag zu haben und auf der anderen Seite auch dann noch Völker zu haben, die den Winter überstehen. Ich hätte diesbezüglich noch eine Frage. Das bedeutet das, dass Sie während der Honigernte, also bevor Sie dieses Lindenhonig ernten, eine Varroa-Behandlung denn machen? Nein, nicht während die Honigräume drauf sind, sondern unmittelbar nach der Abnahme der Honigräume. Alles klar, danke. Na? Mhm. In dem Moment habe ich brutfreies Volk, nehme die Honigräume runter und kann sofort behandeln. Alles klar. Und die Bienen aus den Honigräumen, das wären bei mir im Herbst, also zu dem Zeitpunkt alles Kunstschwärme. Dankeschön. Gut, ich habe gesehen, die Ellen hatte noch eine Frage gehabt. Ja, gern. Erstmal guten Abend und hallo. Und vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich bin Einsteigerin im Bereich der Imkerei und deswegen die Frage, was das Thema Neuanschaffung eines Volkes oder eines Ablegers betrifft, kann ich schon jetzt vorab was beachten? Gibt es Tipps, worauf ich vielleicht, was ich befragen sollte oder auch vielleicht Züchter, zu denen ich gehen kann? Das waren gleich mehrere Fragen, ja, die auch schwer zu beantworten sind, muss man auch mal sagen. Aber als erstes würde ich auf jeden Fall jeden Imker, der Völker kauft, empfehlen, diese Völker aus der Region zu kaufen, von einem Imker, den man kennt. Leider gibt es auch in der Imkerei ein paar Scharlatane, die halt eigentlich wertloses Zeug verschicken für viel Geld. Das ist also erst einmal der Punkt, der auf jeden Fall zu beachten ist. Der zweite Punkt, der unbedingt zu beachten ist, für ein Bienenvolk, was ich kaufe, da gehört eine solche Freiheitsbescheinigung dazu. Das heißt, wir haben ja dieses Problem der amerikanischen Fallbrut in der meldepflichtigen Bienenseuche. Und jedes Jahr werden eigentlich von den Imkern, die jetzt Königinnen verkaufen, die Belegstellen besuchen oder Völker verkaufen wollen oder auch wandern wollen,
werden also Futterkranzproben entnommen. Das heißt, da kommt dann der Veterinär oder ein Beauftragter des Veterinärs und der nimmt aus den Futterkränzen der Brutwaben ungefähr einen Esslöffel voll Futter oder Honig. Und das wird dann im Labor untersucht auf die Spuren der amerikanischen Fallbrut. Und werden diese Spuren nicht gefunden, gibt es also eine solche Freiheitsbescheinigung. Und die gehört zu jedem Bienenvolk, was ich erwerbe, zwingend dazu. Mhm. Ja. Okay. Es gibt natürlich halt in der solchen Verordnung die Ausnahme, dass wenn innerhalb eines Kreises ein Bienenvolk verkauft wird, dann muss die nicht unbedingt dabei sein. Aber es ist einfach ganz wichtig, dass die auch in dem Fall mit verlangt wird, weil nur so kann ich davon ausgehen, dass ich ein gesundes Bienenvolk erwerbe. Und wir haben leider immer wieder diese Fälle, dass also Bienenvölker gekauft werden. Also voriges Jahr erst in Dresden hat also ein Imker aus Bayern sich Völker schicken lassen. Nun muss man dazu sagen, dass Dresden dort vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon super GAU an amerikanischer Fallbrut hatte mit 345 betroffenen Imkern, die alle untersucht und, ich sag mal, saniert werden mussten. Und deswegen waren die dort sehr vorsichtig, haben dann nochmal solche Futterkranzproben abgegeben. Und diese Völker hatten Fallbrut. Das heißt, die haben mit dem Volk Fallbrut gekauft aus Bayern. Deswegen ist es immer zu empfehlen, Völker aus der Region zu kaufen, zu sagen. Ich weiß, dass das schwer ist, dass halt, ich sag mal, viele Imker auch immer wieder dieses Jahr große Völkerverluste hatten und es eigentlich kaum Völker gibt, die jetzt zum Verkauf stehen. Aber trotz alledem, es ist ein absoluter Super-GAU, wenn in einer Imkerei die Fallbrut, weil dann noch zusätzlich ein Schutzradius kommt von 1,5 Kilometer um diesen Bienenstand ringsherum. Und alle Imker, die sich in diesem Schutzradius befinden, werden verprobt, werden untersucht, haben eventuell dann Fallbrutspuren, müssen saniert werden. Das ist also wirklich eine der schlimmsten Sachen, die man sich als Imker vorstellen kann. Gut, ich habe gesehen, der Frank hat noch eine Frage gehabt. Du hast ja gesagt, dass ihr Zuchtmaterial abgeben würdest. Und die Frage ist, wird es das Zuchtmaterial kostenfrei geben für die VSH-Eigenschaften? Also für die Teilnehmer des Programms, also wenn jetzt der Imker kommt und sagt, ich möchte gerne an diesem Programm teilnehmen, dann erhält er das Zuchtmaterial kostenfrei oder zu einem ganz kleinen Obolus halt für den Züchter, weil dort ja, ich sag mal, umgelarvt wird oder je nachdem oder auch schlupfreife Zellen gegeben werden. Und ich sag mal, die instrumentelle Begattung in der SDI-Königin ist dann auch kostenfrei, weil das wird ja mehr oder weniger aus den Fördermitteln des Bieneninstitutes dann finanziert. Und wenn er jetzt aber nur sagt, nee, ich will mir bloß Zuchtmaterial holen und ich nehme an dem Programm teil, dann sind da die ganz normalen üblichen Preise für Abgabe von beim Umlaufen oder Königinzellen. Was mir selber noch als Frage gekommen ist, Du hast erzählt von einem Drohnenvolk auf deiner Belegstelle. Meintest du wirklich ein Drohnenvolk oder alle von der oder die Drohnenvölker alles von einer Königin? Wie war das? Ja, also ich sag mal, auf einer Belegstelle wird immer eine Linie aufgestellt. Genau, du meintest eine Linie, ne? Ja? So, das heißt, das sind alles Geschwisterköniginnen einer Zuchtmutter. Ja? In dem Fall stehen bei uns immer 20 Drohnenvölker auf der Belegstelle. Und diese Königinnen haben alle die gleiche Mutter. Und damit ist das Erbgut der Drohnen identisch, was eben auf die Mutter zurückgeht. Gut, ganz vielen Dank. Und wenn niemand eine Frage hat, noch eine habe ich. Wie können zum Beispiel auch Leute mitmachen, die jetzt nicht aus unserer Region kommen? Suchen die anderen Projektteilnehmer das auch? Wo könnte man das rausfinden, wo man sich dort bei sich in der Region selber beteiligen kann? Gibt es da eine Möglichkeit, dann nachzugucken? Bei deiner Karte waren ja bloß die Punkte zu sehen. Da könnte man noch keinen Kontakt jetzt aufnehmen. Also es ist erstmal so, man muss da einfach mal im Internet ein bisschen recherchieren. Die meisten Gruppen haben dort auch im Internet was stehen. Wenn jemand nichts findet, kann er sich gerne an mich wenden, weil ich kenne die ganzen Gruppen, ich kenne auch die Leute, die dort arbeiten und kann dann auch in Kontakt herstellen. Also das wäre, beide Varianten sind möglich, dort auch mitzuarbeiten. Also ich sage mal so, wir in Sachsen, wir haben durchaus auch Züchter, die jetzt zum Beispiel aus dem Berliner Raum kommen, die bei uns teilnehmen, weil eben in Berlin keine eigene Gruppe existiert. Wir haben, wenn Imker, der kommt aus Meiningen zu uns, weil er eben im Prinzip sagt, oh, bei euch gefällt mir's. Er hat erst in Bayern mitgearbeitet in der Gruppe, jetzt ist er zu uns gekommen. Also da gibt es auch schon Leute, die über weitere Entfernungen mitarbeiten. Gut, also ich bedanke mich ganz herzlich für den tollen Vortrag, wie ich fand. Also ganz vielen Dank, Dietmar.
Ja, ich bedanke mich für eure Geduld und dass ihr das euch über euch ergehen lassen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.